So, liebe Wölfe, besonderes Interview jetzt und zwar auf den Highbikes mit Marcel Schäfer. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg mit mir zum Trainingsplatz antrittst. Ja, so kann ich mich mal sportlich betätigen. Ja, aber das kommt ja hier und da zu knapp im neuen Job. Macht ihr tatsächlich jeden Tag, also zum Trainingsplatz geht es für die Jungs immer auf den Fahrrädern? Ja. Glaube ich, eine gute Sache, dass die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Ja, super. Superbikes, macht richtig viel Spaß. Ich muss auch sagen, dass es für die Mannschaft immer besser ist. Das habe ich als Spieler schon so gesehen, dass man ja einen kleinen Fahrradweg zum Trainingsplatz hat, dass man nach der Mittagspause quasi nicht aus dem Bett auf den Trainingsplatz fällt, sondern den Kreislauf schon ein bisschen anregt. Und wir haben hier eine gute Distanz und echt einen schönen Fahrradweg, weil wir direkt am Fluss entlang fahren. Von daher ist es auf dem Rückweg so, dass nach den Trainingseinheiten, man sieht ja, die Witterungsbedingungen sind ja für die Spieler nicht ganz so angenehm. Ich glaube, für Urlauber ist es toll, aber dann geht es dann direkt in den eiskalten Fluss. Und da können sie sich ein bisschen abkühlen, genau. Sehr gut. Jetzt ist es dein erstes Trainingslager als oder dein erstes Sommertrainingslager als Sportdirektor. Genau. Ein gutes Jahr ist rum. Ja. Wie fühlst du dich? Also wie ist die Zeit so verlaufen? Ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert. Ja, sehr, sehr viel passiert. Es war für mich doch auch irgendwo wirklich eine andere Welt, auch, sage ich mal, vom Fußballplatz an den Schreibtisch zu gehen. Ich habe es immer wieder betont, dass es ein Prozess ist, weil ich von Herzen gerne Fußballer war, weil ich meinen Job geliebt habe. Dass man jetzt außen nur noch zuschaut und stehen, außen steht, ich glaube, das kann man nicht von heute auf morgen. Nach einem Jahr muss ich sagen, in dem mir der neue Job wirklich super, super viel Spaß macht, in dem wir auch wirklich erfolgreich waren, ich glaube, wir haben die Erwartungen übertroffen, ist es dann doch so, dass man sich freut, auch den Jungs zuzuschauen, an der Seitenlinie zu stehen, meine Aufgabe bestmöglichst zu bewältigen. Und das versuche ich auch in meinem zweiten Jahr. Natürlich ist es aber auch so, dass man ja für sich selbst so das Jahr dann auch Revue passieren lässt, viel im Austausch ist mit Jörg Schmadtke, wo man vielleicht Dinge bespricht, die man ganz ordentlich gemacht hat, aber natürlich auch Dinge bespricht, die man für sich persönlich dann einfach verbessern kann, weiter optimieren kann, weil ich auch von Beginn an immer wieder gesagt habe, dass ich meine Stärken habe, die möchte ich bestmöglichst einbringen, dass es aber auch viele Dinge gibt, wo ich weiß, dass ich noch viel lernen muss und viel lernen kann und dazu war und bin ich bereit und das mache ich dann auch jeden Tag. Schreibtischjob ist so das eine. Wir haben jetzt im Trainingslager gesehen, dass du aber auch noch mal zum Ball gerne greifst und dann gewinnst du natürlich auch gerne. Der Ehrgeiz ist nach wie vor da. Heißt, du bist als Sportdirektor sowieso sehr, sehr nah dran an der Mannschaft. Wie nimmst du denn die Stimmung so wahr? Ja, sehr gut. Also es ist ja auch eine meiner Aufgaben, quasi Schnittstelle zwischen Trainerteam, Mannschaft und Geschäftsführung zu sein. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Weil ich selber über eine sehr lange Zeit Profi war, auch weiß, wie Stimmungen sind, Atmosphären in der Kabine. Und da versuche ich natürlich immer im Austausch zu sein mit der Mannschaft, aber auch mit dem Trainer. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, nach meiner Fußballerlaufbahn weiterhin so nah an der Mannschaft dran zu sein. Ich freue mich jetzt auf die zweite Saison mit der Mannschaft. Wir haben alle große Ziele. Es wird eine neue Herausforderung, weil man, glaube ich, auch wieder anders wahrgenommen wird. Letztes Jahr sind wir, glaube ich, hier und da ein bisschen unterm Radar geschwommen. Das wird natürlich jetzt nicht mehr passieren, aber wir haben ja Ansprüche an uns selber. Wir haben uns selber Ziele gesteckt und die möchten wir natürlich bestmöglichst dann auch erreichen. Wie haben sich wie machen sich bisher die Neuzugänge? Also wie nimmst du die wahr? Sehr gut. Wir haben ja nicht nur auf der Spielerseite Neuzugänge, sondern wir haben ja auch im Trainerteam und rund um das Trainerteam haben wir Neuzugänge zu verzeichnen. Ich glaube, dass wir wirklich charakterlich eine tolle Mannschaft haben, die sowohl das Trainerteam als auch die Neuzugänge in der Mannschaft wirklich toll aufgenommen haben. Zumindest nehme ich das so wahr. Sie fühlen sich richtig gut. Wir versuchen die Neuzugänge natürlich auch bestmöglich zu unterstützen, dass sie alles außerhalb vom Fußballplatz, sag ich mal, dass wir da Abhilfe schaffen, damit sich unsere Jungs natürlich auf den Fußball konzentrieren können. Das ist uns bis dato, glaube ich, gut gelungen. Die Tests haben gezeigt, dass wir viele Dinge schon sehr, sehr gut umsetzen, die der Trainer sich vorstellt. Die Tests haben aber auch gezeigt, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben. Das ist aber normal in der Vorbereitung und wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Pokal bzw. bis zum Ligastart. Definitiv, du sprichst den Ligastart an. Wie groß ist bei dir auch und Trainerteam, der Mannschaft, die Vorfreude auf die neue Spielzeit, allen voran natürlich die so, Euroleague. Bergetappe. Ja, mal kurz hier in die Pedale treten. Ja,
Na, kommt nichts, wir können, glaube ich. Ja, wie groß ist die Vorfreude? Ja, wenn es dann auch Donnerstagabends in der Volkswagen Arena rumgeht, ich kenne die Antwort. Ich glaube, da haben wir uns alle danach gesehnt. Nach 2 Jahren in der Relegation, wie vorher schon erwähnt, haben wir die Erwartungen ein Stück weit übertroffen. Ich glaube, dass die Mannschaft letztes Jahr ein ganz anderes Bild abgegeben hat, dass sie wirklich, auch fußballerisch tolle Leistungen gezeigt hat, sich den sechsten Platz und die Teilnahme am internationalen Geschäft mehr als verdient hat. Und das gilt es jetzt eben zu bestätigen. Ich glaube, ja, alle Fans, alle Mitarbeiter, wir natürlich auch und die Mannschaft, wir können es kaum erwarten, dass es wieder Abendspiele gibt unter der Woche, statt auf der Couch zu sitzen. Das ist das, wofür man ja auch ein Jahr lang gearbeitet hat. Und auf diese genau Europapokalabende freuen wir uns jetzt einfach. Dennoch ist für uns die Bundesliga immer das Wichtigste, weil dafür müssen wir hart arbeiten, dass wir auch 2020, 2021 international vertreten sind. Und ich glaube, wir haben wirklich einen sehr gut breit aufgestellten Kader, mit dem wir in alle 3 Wettbewerbe gehen. Und wenn man ja, in einen Wettbewerb startet, dann möchte man natürlich auch so weit wie möglich kommen. Das versuchen wir auch. Jetzt sind wir fast angekommen am Trainingsplatz, die optimale Bedingung. Es war fast Tour de France-Etappe hier. Alles ganz genau getimt von Wölfe-TV mal wieder. Sehr gut, sehr gut. Bis auf das Wetter, da habt ihr... Ja, das sind die Ränder, sieht man. Die Klima habt ihr nicht so anbekommen heute, weil gefühlt 40 Grad auf dem Fahrrad. Ja, richtig. Mir brennen die Oberschenkel schon. Aber die Bedingungen, die sind überragend, ne? Also die Bedingungen sind super, also muss man die Distanz zum Trainingsplatz, haben wir gerade besprochen, wir haben ein tolles Hotel, tolles Essen, tollen Wellnessbereich, damit die Spieler auch richtig regenerieren können, was ja auch, sag ich mal, eine wichtige Komponente im Trainingslager ist. Und die Plätze sind hier wirklich auch toll. Wir freuen uns natürlich auch, dass uns wieder zahlreiche Fans unterstützt haben hier. Wir haben ja schon, ja, wie es für die Region hier typisch ist, einen schönen Kaiserschmarrn zusammen gegessen. Das haben sich die Jungs dann auch mal verdient, nachdem sie so viel trainieren und Kalorien verbrennen, darf man sich auch mal einen Kaiserschmarrn gönnen und das haben sie auch getan. Und ja, jetzt sind wir beide wieder auf dem Weg zum Training. Wir beide werden uns jetzt hinsetzen und die Jungs werden wieder Gas geben, damit sie topfit in die Saison gehen. Ja, davon können wir sowas von ausgehen. Jetzt geht's erstmal in kaltes Wasser. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, für die 3 Meter willst du ja jetzt nicht schon wieder ein kaltes Wasser trinken, aber oder? Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, ich bin vollkommen dehydriert. Oder willst du einen Kaiserschmarrn? Wenn du mit isst, gerne, aber dann mit Musik. Ne? Das ist nee, ich bin kein Sportler mehr, ich muss ein bisschen aufpassen. Vielen lieben Dank. Angekommen am Ziel? Sicher angekommen. Absolut.